3, 2, 1, ihr Lieben, wir sind wieder live für euch aus dem Meeting Center in Bützow und ich übergebe heute das Wort an die liebe Gesine. Gerne. Weil, Gesine, warum? Weil wir Milchschnitten selber machen und die Milchschnitten sollen nämlich gleich von unseren Kids, die heute hier im Haus sind, die die Kerstin nämlich mitgebracht hat, wahrscheinlich vertilgt werden. Und deshalb könnte das vielleicht ein bisschen unruhig werden. Also versuche ich mich nur ums Kochen zu kümmern, ums Backen, ja, nicht ums Kochen. Genau. Und Kerstin vielleicht um die Kinder. Also wir werden da schon so eine Mischung draus hinkriegen. Und wenn es ein bisschen laut wird, ihr Lieben, die beschäftigen sich hier und stellen mein Meeting Center gerade auf den Kopf. Genau. Ja, also liebe Gesine, Tisch frei. Du kannst anfangen und wir gehen mal gerade gucken, warum hier schon wieder die Tür auf ist. Genau. Also, ich habe hier schon mal ein bisschen was aufgestellt, was wir brauchen. Und ich will es euch nur noch mal zeigen. Vielleicht hat der ein oder andere dieses Buch oder er findet es irgendwo noch. Dieses Buch wollen wir heute wieder nutzen. Das ist extra ein Kinderkoch- und Backbuch mit ganz vielen Leckereien, die auf die Kinder abgestimmt sind. Und die mögen sie ganz gerne. Und wir haben heute, wie gesagt, gedacht, wir machen mal Milchschnitten alleine. Und ich bin sowieso so ein Freund von wirklich alleine backen und nicht Backmischung oder sowas nehmen, weil dann weiß ich auch, was ich reinbacke oder was ich eventuell abändern kann, variieren kann. Weil es gibt ja auch doch immer mehr Kinder, die sind vielleicht aufs Weizenmehl, ich will nicht sagen allergisch, aber reagieren da vielleicht irgendwie oder vertragen den natürlichen Zucker nicht so, dann kann man vielleicht auch braunen Zucker nehmen oder Zuckerersatzstoffe. Da gibt es ja schon so viele, aber die Kunden und Muttis, die werden es wissen, wenn ihre Kinder damit Probleme haben, dann können sie einfach die Zutaten abändern und variieren. Und deshalb finde ich es immer gut, wenn man das selber macht. Und was mir leider passiert ist heute, ich habe es schon zu Hause vorgebacken und vielleicht habt ihr ja die Fotos schon im Vorfeld gesehen. Ich habe die fertigen Milchschnitten zu Hause im Kühlschrank vergessen und ich hatte nicht mehr die Zeit, nochmal zurückzufahren. Also wir werden sie euch jetzt hier, so wie es geht, fertig machen. Natürlich muss es ein bisschen abkühlen beim Backen und dann muss die Creme drauf und sie geschichtet werden. Also ich denke mal, das fertige Foto wird vielleicht nachgeliefert, aber sie werden total lecker und werden dann wahrscheinlich hier vertilgt werden. Du hast es ja auf dem Handy gesehen. Ich habe es auf dem Handy. Und dann kannst du das ja mal in die genau, Kamera nachher halten. Genau, das können wir auf alle Fälle machen. Hm? Und wir fangen an mit den, und ihr seht, ich habe hier mal so zwei Varianten und beides ist Speedy Chef. Eins ist noch so das ältere Modell, da habe ich gestern, da werde ich nachher auch die Sahne mit dem Sahnesteif ein bisschen schlagen, die wir für die Creme brauchen. Und das ist natürlich hier unser neuer, der auch die zwei Positionen hat. Wenn es mal ein bisschen kräftigerer Teig wird, dann kann man das damit auch alles wunderbar zubereiten. Und jetzt fangen wir erstmal an. Das soll ja ein kleiner brauner Biskuitteig werden. Und dafür muss man immer Eier und Zucker erstmal schaumig schlagen. Und deshalb kommt das erstmal nur separat hier in den, der heißt ja jetzt eigentlich gar nicht mehr Speedy Chef. Heißt der auch noch Speedy Chef? Nein, der Easy Mix. Easy Mix, oh, seht ihr, weil ich immer den zu Hause noch benutze. Ich komme da wunderbar mit zurecht und den Easy Mix habe ich noch nicht eingeweiht zu Hause. Du der siehst ja auch, zwei Stufen, genau, das habe ich ja eben schon gesagt. Das ist ja manchmal ganz von Vorteil, ne? Wenn man dann ein bisschen festeren Teig hat, dann kann er das immer noch. Also hier kommen die drei Eier rein, die legen wir uns schon mal ein bisschen an die Seite, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann kommt da der Zucker dazu. Und da können wir einen Esslöffel nehmen, aber ich habe in meinem anderen Behälter auch einen von unseren Löffelchen. Das ist nämlich auch 15 Gramm. Mm. Hast genau abgemessen. Habe ich abgemessen. Genau. Und wie gesagt, wenn es mal nicht so doll süß wird, ist ja auch nicht so schlimm. Es ist ja für die Kinder. Ne? So, und dann darf hier einfach, ist er fest. Mhm. Dann soll das schön schaumig gewürzt werden. Das habe ich nämlich befürchtet, wenn wir laut Rezept, weil das Buch ist schon ein paar Jährchen älter, da stand noch der Mixer drin. Und dann soll man 2 bis 3 Minuten die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen. Und wir werden hier einfach mal reingucken, was unser Easy Mix denn so kann. Und ich denke, das könnte schon ganz gut aussehen. Ich finde es gut. Ja? Jetzt zeig mal nach vorne. Ich gehe einmal. So, guck mal. Also auf alle Fälle schön schaumig schon. Sehen wir Bläschen. Na? Da, guck mal rein, Matteo. Ist das in Ordnung? Ja. Gut. Matteo hat für Ordnung in Ordnung befunden. Also stellen wir den erstmal da beiseite. Und jetzt kommt unsere mehlige Konsistenz, will ich mal sagen. Und da brauchen wir unseren Rucki-Zucki dazu.
Hier im Mehl ist nämlich der 15 Milliliter, 15 Gramm Löffel drin. Und Mehl, jetzt muss ich nochmal raufgucken, sollen 70 Gramm, also 4 Löffel und ein bisschen. Okay, eins, zwei, drei. Da war ein bisschen weniger. Ja, kommt der nächste ein bisschen Wert. Und ein bisschen. So, und jetzt haben wir ja gerade diese schöne Beerenfarbe. Ja, ne? Genau. Gesine hat ja immer noch die älteren Modelle in der Küche. Das ist ja, ne, nicht schlimm. Ich kann das nicht immer gleich entsorgen und umstellen. Entsorgen nicht, aber Backpulver wird gemischt mit dem Mehl. Kannst du das? Und das kannst du eigentlich gleich machen. Und zwischendurch rühre ich das immer da ein bisschen unter, ne? Und es kommt richtig ganz normales Puddingpulver mit drunter. Ein ganzes Schokopudding? Ja. Ein Paket Schokopudding. So. So, pass auf, Matteo, komm mit. Matteo. Ich muss euch beide erstmal durch auseinanderhalten können. So, pass mal auf, ich habe schon einmal aufgemacht. Jetzt kannst du mir schon mal ein bisschen was hier. Ich halte am besten hier oben und du machst so. Das kennst du ja von zu Hause, ne? So, mach mal Pause. Ich rühre einmal ein. Ja, wir haben bei euch gemacht. Wie das und das soll jetzt nur unter die Eimasse mit dem Schneebesen, mit dem Tellerbesen untergehoben werden. Jetzt kann Matteo schon wieder ein bisschen weiter. Jetzt merkst du, kommt schon das Schokopulver mit raus, ne? Machen wir jetzt Schokolade. Genau. Gut, machen wir wieder Pause. Ich rühre erstmal wieder ein. Das wird Milchschnitte, genau. Milchschnitte kriegt ja einen Schokoteig, ne? Ich esse das sogar gerne. Du kannst sie nachher essen. Ich esse nachher einen. So, guck mal, jetzt darfst du mir schon den Rest rein. 7. Schütteln das ein bisschen von der Seite. Guck mal, das war's schon. Haben wir alles erwischt? Ist leer? Ist leer. Rucki Zucki kommt an die Seite. Jetzt musst du wieder umrühren. Und das müssen wir noch mal kurz verrühren, dass das auch alles schön mit in unserem Teig drin ist. Und dann kann schon der Teig auf unsere kleinen Bleche. Und da habe ich nämlich diesmal nicht einfach nur ein Backblech genommen, sondern ich habe unsere kleinen Silikon-Eckis genommen. Und wenn ihr da nämlich zwei benutzen könnt, nebeneinander stellt, ist das ja genauso wie ein Blech. Und dann haben wir gleich zwei Lagen für die Unterteile und eins fürs Oberteil. Den nehmen wir außen an die Seite. Genau, und das mache ich natürlich dann. Der Ofen ist jetzt nämlich schon vorgeheizt und damit ihr mit den weichen Silikonformen, die dann nachher befüllt sind, nicht durch die Küche wackeln müsst, kommt das hier vorher schon mal drauf. Und dann wird das einfach gleichmäßig drauf verteilt. So, dass es vielleicht auch gleichmäßig ist. Wir gucken mal, dass wir das schön verteilt kriegen. So, jetzt wechsle ich natürlich gleich zu meinem anderen Liebling in der Küche. Den kennst du anders aus. Haben Sie eine andere Farbe, ne? Lila. Was habt ihr Lila zu Hause? Ja. Siehst du, und ich habe noch einen blau-weißen. Wir haben so Orange zu Hause. Orange! Prima, was wir alles schon an Farben haben. Sieht der so aus? Eurer? Bam! Guck mal, sieht der so aus? Ja. Bam! Genau. Der Orange, der ist doch nicht gleich schmalen. Der sieht auch orange aus. Ja, da haben wir auch einen kleinen schmalen noch von zu Hause. Den braucht man dann so für die Ketchupflaschen oder für die Marmeladengläser oder fürs Nutella-Glas. Nein. Ne? Weißt du, wie was noch? Dass man auch den Teig drauf machen kann. Genau. Und da bleibt ja gar nicht so viel für euch zum Naschen übrig. Ne? Naschst du bei Mama gern, wenn die backt? Ja. Machst du den Teig gern ausnaschen? Ich leg einmal alles ab. Ja, guck, hier bleibt ja gar nicht so viel drin, ne? Nö. Oh, schade für die Kinder, ne? Er heißt ja auch nicht umsonst der Geizhals oder der Kinderschreck, weil einfach nicht so viel zum Naschen übrig bleibt. So, und ich glaube, jetzt haben wir es gleichmäßig verteilt. Den Rest lassen wir hier mal noch runterklecksen.
Und dann darf das schon in den Backofen. Der ist jetzt vorgeheizt auf 210 Grad und da kommen die 10 Minuten. Falls jemand mal so 10 Minuten stoppen kann, weil das ist ja nicht viel Teig. Wir machen erstmal ein Foto und dann komme ich auch nochmal dichter zu euch an die Kamera. Guckt mal, so habe ich es jetzt verteilt und so kommt es jetzt in den Ofen. Den anderen. Nee, den haben wir hier immer. Den, weil der hat jetzt Schoko. Jetzt brauche ich nämlich was für unsere Füllung. Und die Füllung, die kriegt wirklich Frischkäse, Honig, Zitrone. Total einfach. Das mischen wir erst in unsere Schale. Aber natürlich muss auch ein bisschen fester werden und dafür kommt ein bisschen geschlagene Sahne dazu. Und da kommt unser. Das ist bei mir dann wirklich noch der Speedy Chef, also das ältere Modell nochmal in Benutzung, wo ich ja auch wunderbar Weihnachten immer, wie heißt das, Eierpunsch selber mitmache. Oh ja, das müssen wir auf alle Fälle mal im Live-Cooking mitmachen. Ja, das dauert aber ein bisschen. Wieso? So lange? Naja, weil man muss es langsam erwärmen und dazu rühren, weil... der Easy Mix hat einen Trichter eingebaut und hier haben wir es in der Kurbel als kleinen Trichter. Und hier kann ich immer Flüssigkeiten zulaufen lassen, auch wenn ich zum Beispiel Mayonnaise alleine machen möchte. Und hier kann dann immer dieses warme Rum-Wein-Gemisch kann dann zu den aufgeschlagenen Eiern, damit es die Eier nicht stocken. Und deshalb mache ich das zu Weihnachten immer damit. Okay. Also hier kommt unsere Sahne rein. Wie viel Milliliter? Das sind jetzt noch 100, deshalb habe ich gestern die Becher aufgeteilt und das in eine Flasche umgefüllt, damit ich das so mitbringen kann. Aber es kommen tatsächlich zwei Tüten. Es soll nämlich, wenn ich es nochmal lese, ein Esslöffel Sahne steif und ein Esslöffel sind 15 Gramm. Also müssen es zwei Tüten, aber die Masse soll schön fest werden. Hm? Ja. Falls gerade geht, kannst du das ja ganz kurz. Dann verrühre ich nämlich hier das nochmal. Ich habe heute mal die schnelle Zitrone mitgebracht. So, und ist vom Honig ganz, glaube ich. Na, lass es hängen. Lass es hinten hängen. Na los, ich bin gespannt. Geht auch mit denen sehr schnell. Also gestern habe ich mich erschrocken. Ich war, glaube ich, kurz vor Butter. Da habe ich dann auch aufgehört. Ich glaube, wir können schon einmal gucken. Ne, wisst ihr noch? Gut, dann habe ich ja noch Zeit, das zu verrühren. Andersrum, andere Richtung. Immer im Uhrzeigersinn. So, wollen wir nochmal reingucken? Warte. Gesine, ist dir das fest genug? Oder? Ist in Ordnung. Ja, ich finde das auch in Ordnung. Du findest das auch in Ordnung, dann haben wir uns abgestimmt. Guck, also wirklich ganz wenig Sahne und trotzdem, ne? Also kann ich mir fast auf den Kopf stellen. Das war ja auch vor einigen Jahren, als wir den Speedy Chef das erste Mal auf einem Treffen vorgestellt gekriegt haben, haben wir gesagt, oh, brauchen wir das Ding? Aber als sie uns dann gezeigt haben, dass Eischnee in einer halben Minute steif ist, da haben wir gesagt, ja, brauchen wir. Und erst recht, wenn jetzt auch im Sommer Campingsaison wieder losgeht, ne? Oder im Garten, man hat nicht so viel Stromquellen und zur Verfügung. Das kommt jetzt hier mit rein. Genau, das nehme ich mir jetzt stückchenweise hier nicht alles auf einmal, aber die Sahne wird jetzt hier locker untergehoben. Ich hätte das jetzt uns andersrum gemacht und vermischt. Wäre auch gegangen, oder? Wäre auch gegangen. Aber ich glaube... dann wird es zu doll? Ja, deswegen glaube ich, soll man an dieser Position dann die geschlagene Sahne hier unterheben, weil sonst wird es zu doll. Ja, hast du alle geschafft, Marlon? Nein. Butter. So. So.
Und wo könnte der noch rein? Nee, der war jetzt gerade. Ja. Der Marlon spielt gerade mit unserem Puzzleball. Das ist auch echt ein tolles Teil, den wir ja jetzt seit Gott sei Dank im halben Jahr oder sowas mit dem Katalog haben. Ich freue mich sehr, dass wir da wieder einige Kinderprodukte haben, einmal gucken, die wir was die Gesine macht, dann auch für die Lütten nutzen können, weil da haben wir lange nichts gehabt. Ne? So, jetzt haben wir einfach die Zeit zu überbrücken, dass das da fertig ist. Und dann, das dauert ja nicht so lange. Das dauert nicht so lange. Und dann würden wir, wie gesagt, eine Fläche einfach so lassen. Vielleicht noch mal kurz zu den Silikonformen. Da habe ich eben gar nicht so viel zu gesagt. Ich habe diese heute ganz leicht, ganz fein Hauch Fett gegeben, weil ich habe festgestellt, ich habe die lange nicht benutzt gehabt. Und hier in diesem Teig kam ja jetzt auch kein Fett mit rein. Es sind zwar Eier mit drin, aber es ist keine Butter drin, kein Öl mit drin, weil sonst hat Silikon ja die Eigenschaft, dass es sich immer ein bisschen Fett hält und dadurch auch der Tortenboden oder der Teig, der da drin ist, sich gut rauslösen lässt. Das hat auch geklappt gestern, es ist nichts kaputt gegangen. Aber trotz alledem habe ich gedacht, ich gebe ihm mal ein klein bisschen Fett, damit es sich schön leicht rauslösen lässt. Und dann könnt ihr die Silikonform für alle möglichen Backvarianten verwenden. Ihr könnt es auch einfrieren, wenn ihr mal vielleicht eine Variante habt, wo ihr was Eisiges machen wollt. Dann könnt ihr eure Eiskreation darauf geben und auf eine festen Platte vielleicht in den Gefrierschrank stellen. Das ist auch eine tolle Variante. Und Silikonformen, da müsst ihr immer auf dem Laufenden bleiben durch uns. Die variieren immer mal im Katalog. Ich weiß gar nicht, welche wir aktuell haben. Also auf alle Fälle ist die Backunterlage Muffins. Meine Kollegen helfen mir gerade. Also ich habe zu Hause auch so viele verschiedene Formen. Tortelettes habe ich. Wir haben ja auch Kugelhupf oder Kastenform schon. Da möchte wieder einer rausgehen. Donuts haben wir. Ne? Also es sind so viele verschiedene Formen, die wir wirklich haben. Und da müsst ihr einfach mal immer schön mit uns im Kontakt bleiben oder uns auch mal sagen, welche Form ihr vielleicht euch mal wünscht, auf welche Form ihr wartet. Und dann wissen wir ja vielleicht auch, wann welche Form vielleicht in den Katalog wechselt oder mal ins Angebot kommt. Und dann könnt ihr zuschlagen. Ja, was habe ich denn jetzt nachher hier noch mit? Ich habe noch mit, damit wir die Milchschnitten auch mal ein bisschen so mit Sternmotiv oder Blume machen können, habe ich kleine Aufstecher mitgebracht. Und die hätte ich natürlich auch ein bisschen regelmäßiger wieder im Verkauf, aber ich habe Gott sei Dank noch meine Weihnachtsaufstecher. Und dann nehmen wir einfach die kleinen, zarten, und da können wir dann immer aus jeder Milchschnitte oben aus dem Deckel immer ein kleines Motiv ausstecken, und so kann dann die Quarkcreme da durchluschern. Und das ist was fürs Auge für die Kinder, und umso lieber hauen sie da wieder rein. Achso, ich wollte euch noch erzählen, ich habe ja erstens schon gesagt zu Anfang, dass man beim selber Backen ja auch gern variieren kann, wenn es irgendwo Unverträglichkeiten gibt. Und ich habe mal nachgeschaut, wenn ihr die Milchschnitten kauft, sind da tatsächlich in so einem Päckchen, ich glaube es ist ein Zehner, sind da 10 oder 8 drin? Was denn? Wenn man Milchschnitten kauft, das ist glaube ich ein Zehnerpack. Da sind 83 Gramm Zucker drin. Ne? Und so viel haben wir jetzt hier nicht reingenommen. Das habt ihr gesehen. Also die paar Esslöffel, die ich hier reingemacht habe. Und natürlich, das könnt ihr variieren. Es kann dann auch mal brauner Zucker sein, der vielleicht ein bisschen gesünder ist. Oder es kann, ich weiß gar nicht, was ist da alles noch so für... Ich wollte gerade sagen, also da finden, ich sag mal, die Kunden oder die Muttis, die ihre Kinder kennen, die da vielleicht Probleme mit haben, die wissen dann auch schon, was sie stattdessen verwenden. Und das finde ich natürlich hier so gut an so einem Rezept. Und es ist vor allem auch erstaunlich, wenn ihr das vielleicht mit euren Kindern zu Hause mal macht. Dank Handy und dank Google geht sowas ja alles. Kinder lieben ja süße Sachen. Aber wenn man ihnen wirklich mal vor Augen führt, und wir im Kindergarten machen das gerne mal mit so einer Würfelzuckerpyramide, wenn man ihnen da mal zeigt, wie viel Zucker in so einem Fruchtzwerg drin ist, weil, und wenn man guckt, der heißt Fruchtzwerg, wie viel wirklich Frucht da drin ist, das ist sehr interessant für die Kinder, wenn man das mal ein bisschen vertieft und da vielleicht mal so die Lieblingssachen der Kinder raussucht. Ich hatte auch mal das Gespräch mit einem doch etwas älteren Kind im Kindergarten schon. Die meinte, sie hätte morgens Cornflakes gegessen und da ist ja gar kein Zucker drauf.
Aber das waren auch die schönen weißen, knusprigen Cornflakes. Ich sage, oh doch. Und dann haben wir schnell geguckt und da war sie doch sehr erstaunt, was da wirklich an Zucker drin ist. Und das, wie gesagt, kann man natürlich... Ich glaube, der ist fertig. Okay, wie weit waren wir mit unserer Zeit? Jetzt sagt sie, okay. Dann werden wir den vielleicht mal ein bisschen an die Seite stellen. Bringst du die Handschuhe mit? Die liegen garantiert hinter mir. Mhm. Ja. Da, das ist mein Luftraum. So, wir haben da ja jetzt Glas, ne? Da kann ich ja raufstellen. Ja. Guckt mal, und da ist es jetzt schon fertig. Matteo, es heißt außen drum herum nur gucken und nicht an Luftballon, dann macht Knall. So, und jetzt ist es natürlich wie zu Hause, wo man dann vielleicht zwischendurch den Abwasch macht oder so, weil jetzt sind natürlich unsere Formen noch heiß und ein bisschen auskühlen sollten wir sie lassen, weil dann muss ja die Creme rauf. Und dann habe ich tatsächlich einfach nur mal halbiert und gefiddelt und geachtet, 8 Stücke draus gemacht. Auf die eine Fläche kommt die Creme, auf die anderen kommen die ausgestochenen Milchschnitten drauf und dann kommen die kleinen da drauf und fertig. Das heißt, pass auf. Ne? Und dann sind sie fertig. Und ich kann ja mal fix. Aber wir können das ja schon. Das denke ich, können wir. Haben wir da vielleicht irgendwo, oder wollen wir es hier einfach raufstülpen? Haben wir was, wo wir es raufstülpen können? Ich hatte auf das Rost vielleicht gedacht. Haben wir nicht was Glattes? Haben wir ein Brett? Das ist ja wie ein Brett. Das Rost ist... Das hier kannst du ja... Ja, ich dachte, das meinst du. Nee, du kannst es ja da einfach rübernehmen. Guckt mal, ich zeige euch mal das Bild von zu Hause. So sehen sie dann aus. Sie liegen natürlich bei mir auf so einer Schneidunterlage wie Fußballfeld. Und dann sind es 8 Milchschnitten geworden. Ja, halt wieder fest. Hast du dich festhalten? Nee, ja. Nee, ich hatte. Hast du gerade überlegt, wie, ne? Ja, das ist mir so groß da unter. Ich komme nicht an auf beide Seiten. So. Und seht ihr, dank etwas Einfetten schwupps es mir so entgegen. Und ihr seht auch, an der Silikonform ist so gut wie nichts dran. Sie glänzt tatsächlich noch ein bisschen. Ne? Nee, das brauche ich ja gar nicht. Das kommt ja nachher gleich darauf. Ne? Ausstechern. Genau. Jetzt müssen wir... Kann mir... Tina, nee, nur das hier unten mal rausnehmen. Das Blech ist ja noch ein bisschen... Und vielleicht kann Tina mir mal, haben wir da hinten ein langes, glattes Messer? Mhm. Hinter dir ist oft ein langes. Aber haben wir die in Benutzung oder die anderen? Die sind alle schon benutzt. Also machen wir auch nochmal schnell herum. Und eigentlich andere Seite, ne? Damit ihr besser gucken könnt. Seht ihr, es bleibt einfach so liegen. Es ist einfach der Hammer. Und umso mehr die Silikonform regelmäßig in Benutzung sind, halten sie auch immer schön ein bisschen fett und ihr braucht sie nicht täglich nachfetten. So, und jetzt, wie gesagt, habe ich einfach nur den schon mal vorgeschnitten, weil wenn ihr, die Empfehlung steht auch im Rezept, wenn ihr es direkt so aufeinander gebt, wenn jetzt hier die Creme raufkommt und dann die zweite Platte schon oben drauf, dass man dann so ein bisschen mit hin und her schneiden soll, weil es ja doch ein bisschen quetscht. Und deshalb habe ich gedacht, ich nehme einfach schon mal, ihr könnt das gar nicht sehen, wenn ich das hier vorliegen lasse. Matteo, komm mal hier rüber. Das können die Leute gar nicht. Wir schneiden es einmal der Länge nach. Mit dem Messer auf Glas schneiden ist natürlich immer nicht so gut fürs Messer. Aber heute machen wir es mal ganz vorsichtig. Und dann schneide ich Viertel. Das könnt ihr natürlich entscheiden, wie groß eure Milchschnitten werden sollen. Dann mache ich einfach nochmal 8 da draus. Und schon haben wir aus unserer Backmischung 8 Milchschnitten gezaubert. Und das ist schon mal sehr lecker. Und da könnt ihr jetzt einfach mit Herzchen, Sternchen, Blume, was auch immer ihr habt, einfach aus der Mitte schon mal was rausnehmen und naschen. Matteo, möchtest du auch naschen?
Hier liegen jetzt kleine Herzchen und Blumen. Guck mal hier. Kommt von der Seite. Und dann kannst du da einen Schleck fragen. Ja? Okay. Der pustet. Der pustet. Blume, Mond. Ihr könnt euch die aufteilen. Ist für jeden immer von einem dabei. Für jeden eine Blume, für jeden ein Hut, der kommt nicht mit. Und dann gibt es noch einen Stern. Also den Kindern schmeckt es, den Kuchen? Mhm. Der ist frisch und warm. Der ist auch schön, ja. Der ist auch schön, schön weich geworden. Mhm. So, und jetzt nehme ich mal kurz, Kinder, ich lasse euch das Messer hier so genau vor der Nase liegen. Passt mal auf, darf ich da mal hin zu euch? Kommt ihr mal hier hinter, so. Mit zur Hintergesine? Und jetzt geben wir mal die Creme vorsichtig hier drauf. Ich passe mal kurz. Ja, das geht schon. Der ist schnell ausgekühlt. Und zu Hause, deshalb habe ich ihn natürlich gestern auch einmal gemacht und hätte euch ja gerne die fertigen zeigen wollen, habe ich natürlich gedacht, wenn die jetzt über Nacht auch mal im Kühlschrank, dann härtet das noch ein bisschen aus. Mhm. Ne? Weil jetzt, wenn die Kinder das gleich essen, ist die Creme natürlich doch noch recht frisch und weich. Aber ihr seht, dass sie nicht läuft zum Beispiel. Ne? Also sie ist schon durch die Sahne auch und den Frischkäse, der da drin ist, also schön fest. Da sind die Großen noch dazu. Ne? Matteo, kennst du die auch? Geht Oma doch bestimmt auch zu Hause, oder? Mama, oder hat Oma? Mama hat größere, Oma ist die noch größere. Echt? So eine großen Ausstecher habt ihr? So groß. Das wären ja schon gleich Kekse. So eine großen? So lacht die. Oh Mensch, Matthias. Und so breit. Nee, so eine großen Ausstecher passen nicht in meine Küche. Ich kann nur kleinere gebrauchen. Bei uns passen die aber. Echt? Aber was habt ihr für eine Küche, Mensch? So einen großen Küchenschrank? Ja, die Wohnstube ist mit verbunden. Ach so, naja, dann kann man auch ganz große Ausstechformen in den Schrank legen. Das stimmt allerdings. So, dann legst du die alle nur einzeln. Genau, dann nehme ich sie einfach einzeln rauf. Ich kann ja ein bisschen, weil es jetzt von unten ein bisschen warm ist, ein bisschen lockern. So. Dann platziere ich sie wieder genauso nebeneinander, wie sie hier eben gelegen haben. So. Matteo, komm, wir lassen mal die Kamera auf Gesines Hände gucken. Nee, ich halte sie jetzt fest. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt, wer vielleicht mit mir gleich mitgebacken hat. Ups. Und vielleicht einen Kommentar dazu schreibt, wie es gelungen ist. Oder auch, wer sie später nachmacht. Man kann sie jetzt natürlich auch vorsichtig noch so ein bisschen andrücken. Aber sie sind jetzt auch noch ein bisschen warm. Wir lassen es in aller Ruhe auskühlen. Und schaut mal. So sind sie fertig, unsere Milchschnitten. Und wenn ihr mehr machen wollt, macht ihr gleich den doppelten Teig und bereitet das auf zwei Blechen vor, auf zwei großen. Und dann habt ihr schon mal für einen kleinen Kindergeburtstag für jeden eine Milchschnitte. So. Ja. Kommt her. So schnell geht's. Und wir haben wieder alles eingesaugt. Ja, wir räumen jetzt wieder auf. Hast du ganz toll gemacht, Gesine? Musst auf Arbeit schon mit den ganzen Kindern umher. Das machen wir auch öfters, ja. Und, aber die werden sich natürlich morgen auf meine Freunde, die ich zu Hause gelassen habe, die müssen wir halt morgen im Kindergarten aufessen. Und hier werden wir auch zwei. Also wer mir vielleicht aus dem Kindergarten zuguckt, bei den Füchsen und Delfinen werden wir die dann morgen aufessen. So, okay. Dann komme ich mal vor, sag tschüss und bye bye, ihr Lieben. Nächste Woche dann wieder aus Neubrandenburg. Da werden wir dann wieder 19 Uhr sehen. Guck mal, er kommt gar nicht hoch. Ups, ups, da ist er auf. Dann macht mal tschüss.